Und da sind wir wieder bei The Eternal Darkness. Und letztes Mal haben wir hier diesen Brief gefunden, mitten im Krieg, wo wir sind mit Peter. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Och, dann kann er ja nicht so wichtig gewesen sein. Einfach mal hier. Sind ja kein Postbote, also stehen wir auch nicht unter Schweigepflicht oder ähnlichem. Ein versiegelter Umschlag. Er sieht aus, als enthalte er ein offizielles Schreiben. Soll Peter den Umschlag öffnen? Klar! Peter hat Befehle für die Soldaten. Wow. Wie ich sagte, nicht wichtig. Lalalala. Ne, komm. Lesen wir das. Benutzen. Was? Dann prüfen. Eine offizielle Nachricht auf dem vorgeschriebenen Armeebriefpapier. Gefreiter Thompson. Auf Befehl von L.P. Hargraves im Namen seiner königlichen Hoheit George der Fünfte werden Sie angewiesen, Ihren Posten mit sofortiger Wirkung zu verlassen und in den Straßen außerhalb der Kathedrale Oublier zu patrouillieren. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Ihrem Patrouillenführer. Gott schütze den König. Ganz ehrlich, wenn man irgendwie irgendwas mit 100.000 Menschen als Bevölkerung hat, dann würde ich sagen, scheiß auf den König. Hauptsache, die 100.000 überleben, weil ein König kann sich auch nicht fortpflanzen. Dann wäre die Menschheit auch weg. Hier, die haben gesagt, du sollst dich verpinkeln. Die Wache inspiziert das Papier mit den Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Was? Kann doch gar nicht sein. Hier, guck mal, du sollst hier weggehen. Die Wache inspiziert das Papier mit den Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Ihr wollt mich doch alle verkackeiern hier. Ihr seht doch eh alle gleich aus. So, was haben wir denn da hinten? Ah. Ah. Oh. Eine 7-Punkt-Rune zum Verstecken. Ja. Zum Verstecken von Sachen, die man halt verstecken will. Aber wir haben keine 7-Punkt-Rune. Oh, Moment, den Schrank öffnen wir noch. Irgendwie stört mich das mit den Bomben im Hintergrund. So laut. Ach, können wir gar nicht. Wow. Und Peters Ausdauer ist auch mal zu Ende. Ja. Ist ja nicht so, als wäre er noch jung. So, komm. Peter erinnert mich irgendwie so ein bisschen aus der, wie war das nochmal? Atlantis da, dieser Disney-Film von Atlantis. Mit diesen, ja, diese Zeichentrick-Comic-Figuren. Aber ich glaube, von Disney gibt es eh nur einen Atlantis-Film, oder? Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Benutzen. Die Wache inspiziert das Papier mit den Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Ach Leute, wisst ihr was? Ihr seid doch alle Spitze, wollte ich sagen. Spitze, ja. So richtig Spitze seid ihr. So, dann gehen wir mal hier hin. Weil den Ort gibt es natürlich auch noch. Ja, hier sieht alles so viel anders aus. Tür öffnen. Da die Front immer näher rückt, wurde eine Ausgangssperre verhängt. Der Aufenthalt außerhalb des Hospitals ist nicht sicher, da die Invasoren auf jeden schießen, den sie sehen. Peter entscheidet sich dafür, im sicheren Gebäude zu bleiben. Okay, gehen wir halt erstmal im Glockenturm gucken. Das finde ich übrigens eigentlich eine gute Regel im Krieg. Gut, ich dachte, die wollten es jetzt irgendwie hauen, die Alte. Finde ich eine gute Regel im Krieg, dass man, ja, die meisten halten sich, glaube ich, dran, aber da bin ich mir auch nicht so sicher, dass man, ja, Kirchen oder halt, ja, nicht abzerstören darf. Aber so wirklich dran halten tut sich ja im Krieg eh keiner. Krieg ist sinnlos, ich sag's euch. So, der Glockenturm. Gut, hier gibt's nichts. Außer irgendwie Bomben, Bomben, Bomben. Menschenskinder. Aber das Kapitel geht nicht lange.
Das ist nämlich das Kapitel, was ich meinte, was schwer wird. Vor allem das Ende. Ja. Ich will nicht so viel verraten, aber ihr wisst ja vielleicht, was Bruder Lucer passiert ist. Der Arme. So, komm. Wieder eine Wache. Hier, guck mal hier. Oh! Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufel auch, wir müssen uns in der Offensive befinden. Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Und geht in den sicheren Tod. Naja, dafür können wir jetzt hier rein. Hat ja auch was für sich. Alter! Eigentlich müsste das Blut ja grün sein. So bin ich es gewohnt. Spaß. Ein Revolver liegt vergessen auf seiner Kirchenbank. Soll Peter den Revolver an sich nehmen? Ja. So, komm. Nimm das mit. Oha, die Schweine haben die Kirsche abgeknallt. So, da wir. Ja, das hat's ja vollgebracht. Peter sieht sich dem Preis des Krieges gegenüber, wie Baumstämme aufgestapelt, menschliche Körper. Ah ne, wie Baumstämme aufgestapelte menschliche Körper. Die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Ja, komm, ey, das lass mich da weg. Jetzt haben wir keine Fackel und jetzt ist hier alles so dunkel, aber ich glaube, hier gab es eh nichts mehr. Und natürlich wird auch Peter dazugereiht. Und ja, wie gesagt, alle sind hier nicht. Hier sind meiner Meinung nach nur die, die gestorben sind. Deswegen ist auch der Professor Lindsay nicht hier, weil er nicht gestorben ist. So, den Text kennen wir mittlerweile in- und auswendig. Ja, das ist schon geil. Finde ich. Immer dieser Rückspann. Nee, komm, die Muni möchte ich noch behalten. Und nicht für dich opfern. Nein! Geh aus ihr raus, du Schwein. Oh mein Gott, ich hasse. Ich werde hier bestimmt einmal drauf gehen. Da könnt ihr drauf Gift nehmen. Oh. Autsch. Weil Peter, der hat einfach keine guten Waffen. Oh nein, da ist. Oh, die sind alle hinter uns her. Okay. Muni haben wir auch nicht. Lauf, Peter! Schnell hier rein. Ich meine, hier sind auch Monster, aber es sind halt andere Monster. Ich laufe einfach mal weiter, wenn ihr nichts dagegen habt. Bis wir irgendwann vielleicht mal eine starke Waffe finden. Auch hier sind natürlich Monster, meine ich, aber hier ist ein Schwert. Auf einer alten hölzernen Tafel ist ein zweischneidiges Schwert befestigt. Ja, damit. So. Und hier haben wir noch Bibel irgendwas Munition. Komm, laden wir erstmal die Knarre. So. Hier laufen auch Ratten rum. War hier nicht eigentlich mehr? Egal. So, gehen wir wieder runter. Wir haben jetzt unser Schwert. Und mit dem Schwert sind die Kämpfe schon um einiges angenehmer. Vor allem Peter, der ist schnell. Der ist flink. Hat zwar nicht wirklich viel Leben, aber ja. Wie gesagt, Schnelligkeit zahlt sich meiner Meinung nach meistens mehr aus. Oh, und viel Magie hat er. Wusste ich gar nicht. Tür öffnen. So, erstmal Zombies. Eine Fackel wäre nicht schlecht. Würde ich mal so anmerken. Aber ich glaube, hier leuchtet ja auch ein. Ja, die nehmen wir mit. Her damit. So. Und direkt ausrüsten. Jetzt seht ihr auch richtig viel. Peter hat Munition gefunden.
Muss gucken, was hier sonst noch rumliegt. Ah, Munition. Und Munition. Kann man eigentlich nie genug von haben. So, komm. Verbrennen hier. Wir machen uns hier ein gemütliches Lagerfeuer. Kisten mit medizinischem Material warten auf ihren Einsatz bei der Behandlung der Verwundeten. Sie sind mit blutigen Fingerabdrücken übersät und es ist schwer zu sagen, ob sie zur Rettung von Leben oder zur Verkürzung der Leiden benutzt werden. Ah ja. Teilweise sehr trockener Humor hier. Aber es heißt trocken, schwarz. Vielleicht eher. Egal. Das Spiel ist eigentlich recht gut gemacht von der Story. Und ich finde, für Nintendo-Spiele ist es einfach leider zu unbekannt. Weil es ist ja so ein richtiges Nintendo-Spiel. Wie auch Pokémon. So, Detail. Kalter Nebel umhüllt den Altar. Als Peter sich dem Stein nähert, überfällt ihn Kummer. Die Kathedrale ist unzweifelhaft böse und kein heiliger Ort, wie sie es eigentlich sein sollte. Ja. Gut. Dann haben wir hier hinten nur ein Schwert bekommen und eine Fackel. Wobei, was heißt nur? Ah, das Allerwichtigste. Komm. So. Au, au, aua. So. Ja, aber mehrere Monster sollte man vielleicht nicht unbedingt unterschätzen. So. Dann heilen wir uns erstmal. Machen uns noch einen Schutz. Bumm. Und das war der falsche Knopf. Ich bin gut. Ja. Und wir werden natürlich auch später noch ein paar bessere Zaubersprüche kriegen. Und dann habe ich eigentlich immer vier Zaubersprüche, mit denen ich standardmäßig nur rumlaufe. Weil dann ist man einfach Imba. Also kann man nicht. Ey, ihr Kackwürmer! Ich habe nur Pause gedrückt. Hallo, geh mal weg hier. Ah, lass mich durch. Wie haben die so schnell meinen Schutz ge zerstört? Hallo? Das war knapp. Und ja, klar. Die GameCube hat auch ein BIOS. Eigentlich ja, doch muss sie ja haben. Sonst könnte sie ja nicht starten. Egal. Ah, da kommt. Wir müssen jetzt ein bisschen rumlaufen, damit die Magie sich auffüllt. Obwohl, ich würde sagen, wir beenden den Part und im nächsten Part bin ich dann frisch geheilt und dann laufen wir hier weiter mit Peter. Und ja. Gucken mal, ob wir das hier überleben, mitten im Krieg und ja, dann auch noch Zombies und alles Mögliche. Dann würde ich sagen, ciao Leute!